Herzlich willkommen zu diesem AZMP How-To Video. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit AZMP einen Kleincommand erstellen, mit dem Sie Ordnergrößen überprüfen können, um Ihre Inventarisierung beliebig zu erweitern. Hierfür müssen wir zuerst ein neues benutzerdefiniertes Feld für die Clients erstellen, um den Wert der Ordnergröße abspeichern zu können. Hierfür habe ich schon unter dem Punkt System, Einstellungen, benutzerdefinierte Felder, Clients, einen neuen Ordner und eine neue Tabelle mit 1:1 Feldern angelegt. Nun können wir hier ein neues Feld hinzufügen. So, dieses neue Feld benenne ich jetzt einfach mal im Folder-Check. Soll ja einen beliebigen Ordner überprüfen. Und der Typ ist natürlich eine Zahl und vom Untertyp her bei der Zahl ein Speicher, so dass ich hinterher in den Filterkriterien zum Beispiel auch sagen kann, größer, kleiner, gleich einer bestimmten Megabyte, Kilobyte Zahl, je nachdem, was ich dann halt genau filtern möchte. Wir benötigen jetzt ein neues Kleincommand, was natürlich auf der Client-Skript-Seite die Ordnergröße dann ausliest. Der erste Befehl ist unter dem Punkt Variablen zu finden, für mein spezielles Beispiel jetzt hier. Denn ich möchte gerne das aktuelle Benutzerprofil von der Größe her auswerten und dann entsprechend hinterher vielleicht auch über einen Report oder ähnliches mir alle ausgeben lassen, die ein zu großes Profil besitzen. Hierfür, für das Benutzerprofil, also des gerade angemeldeten Benutzers, gibt es natürlich schon eine AZMP-Variable, die finde ich ja immer unter den Shell-Folder-Variablen. Da gibt es dann hier Shell-Folder-User-Profile, wo dann der Profilname drin steht. Wichtig an der Stelle zu beachten ist natürlich, dass das Ausführen als auf Benutzer gesetzt werden muss, weil ich möchte natürlich nicht die Profilgröße vom Systembenutzer analysieren. Das hilft mir relativ wenig, denn der speichert natürlich nichts irgendwo groß unter seinen Profilverzeichnissen ab, deswegen wird das Verzeichnis nicht so groß werden. Das eigentliche Überprüfen der Größe läuft jetzt bei mir hier über ein PowerShell-Skript ab. Das PowerShell-Skript habe ich natürlich hier schon vorbereitet in der PowerShell-ISE. Ich bekomme hier eine Möglichkeit über eine Funktion, ein Verzeichnis rekursiv zu durchlaufen und lasse mir dann halt nur eine bestimmte Eigenschaft, nämlich die Größe des Verzeichnisses, dann zurückgeben und lasse dann natürlich das Ganze noch so umformatieren, dass ich es passend in der Datenbank abspeichere. So, das Verzeichnis, was hier statisch drin stand, muss ich natürlich noch rausnehmen und gegen meine Variable austauschen, Folder-Check, so dass es halt dynamisch dann übergeben wird. Je nachdem, wie ich halt vorher die Variable befüllt habe, bekomme ich dann das Verzeichnis zurück, also die Verzeichnisgröße zurück von dem angegebenen Verzeichnis. Die Output-Zeile, ganz wichtig, abspeichern in einer Variable Folder-Check oder besser natürlich noch in der zweiten Variable Folder Size. Dann hat man nochmal die Differenzierung, was war das Verzeichnis, was ist die Größe des Verzeichnisses. Also da sind natürlich treffende Variablennamen immer ein bisschen von Vorteil. Der letzte Befehl, den wir benötigen, ist unter dem Punkt AZMP zu finden, Store Value on Server. Hier können wir jetzt einfach sagen, wir möchten einen Wert unterhalb der Custom Fields Folder Check, also da die genau gleiche Struktur, die wir auch gerade eben unter System Einstellung gesehen haben, dann abspeichern, Doppelklick auf das jeweilige Feld, dann ist es unten in ausgewählte Felder drin und dann über STRG Leertaste kann ich hier die Variable auswählen und dann hier einfügen lassen. Das Ganze bekommt den Namen Check Folder Size und jetzt habe ich die Möglichkeit, das auch mal auszuprobieren auf einem Client. Dafür verschiebe ich es in die Testenphase und wechsle dann selber in die Testenphase, kann es jetzt einfach doppelt anklicken, wähle hier noch meinen Testrechner aus, den Windows 10 PC und sage Ausführen. Dann wird es jetzt direkt zu meinem Client hingepusht. Ich wechsle jetzt hier über die Testumgebung auch einmal in die Client Details, wo ich ja alle Informationen zu diesem Client erhalte, natürlich dann auch die benutzerdefinierten Felder. Und hier sehen wir unter Folder Check die jeweilige Größe in Kilobyte, weil so wird es in der Datenbank abgespeichert in Kilobyte. Also er hat es vernünftig eingetragen, aber auswerten kann ich es jetzt natürlich besser über eine Abfrage.
Ergebnisprotokoll bekomme ich hier auch vom Testen natürlich noch zurück. Und jetzt schauen wir uns mal einfach die Werte in der Abfrage an. Heißt, wir gehen in die Abfrageverwaltung, können uns hier einfach mal schon eine bestehende Abfrage nehmen. Ich habe hier so eine Abfrage alle aktiven Clients, wo halt gerade die Rechner eingetragen sind, die sich jetzt zuletzt irgendwo gemeldet haben. Und dann können wir jetzt einfach hier ein paar Felder erstmal rausnehmen, dass es kompakter ist. Und dann unser Feld Folder Check hinzufügen. Und da sehen wir, wie groß das Profil auf dem Rechner gerade ist. 8 GB ganz grob ist natürlich noch vollkommen im Rahmen. Sollte es da jetzt zu groß werden, kann ich natürlich auch noch handeln. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben und sich AZMP genauer anschauen und testen möchten, stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.